12% ungefähr aller Deutschen wünschen sich einen Flottendreier. Gibt es bei euch irgendeine Fantasie, die ihr noch ausleben wollt? Das mit dem Flottendreier passt schon ganz gut. Was steht dem im Wege? Im Moment eigentlich, wenn, dann meine Eifersucht, weil ich mich da noch nicht so ganz... Also ich möchte es gerne erleben, aber auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Muffensausen. Warum willst du es gerne erleben? Ich stehe auch auf Frauen und allein deswegen schon. Und ja, auch einfach um zu sehen, wie wir als Paar das verarbeiten für uns oder wie sich das für uns anfühlt. Und auch einfach, naja gut, ne? Mit 6 Händen lässt sich mehr anstellen als mit 4. Wie seid denn ihr überhaupt darauf gekommen, dass ihr unbedingt einen Dreier haben müsst? Oder vielleicht sogar einen Vierer? Das kam mehr oder weniger durch dieses, hat einer von uns was verpasst in seinem Leben. Haben beide gesagt, nö, wir haben nichts verpasst, aber haben beide auch gesagt, wir hätten jetzt auch nicht so das Problem damit, unseren Erfahrungsschatz auszuweiten. Als ihr euch entschieden habt, dass ihr gemeinsam eine Dreierfantasie habt, dann habt ihr nach einer Frau gesucht. Genau. Es gibt ja einige Portale, wo man das so suchen kann, die andere Frau. Gestaltet sich ehrlich gesagt ziemlich schwer. Ja. Und warum? Also ich meine, es gibt da Tausende. Ja, einzelne Frauen gibt es eher weniger. Wir haben dann auch ein bisschen in den Portalen umgeschwenkt auf Paare. Mhm. Also davon gibt es dann doch ein paar mehr. Habt ihr euch schon mit Paaren getroffen? Ja. Ein, zwei, also wirklich zwei Paare. Bei dem einen Paar haben wir gesagt, okay, passt einfach nicht auf der Ebene, dass wir gesagt haben, okay, mit diesen Menschen wollen wir intim werden. Können wir uns das nicht weiter vorstellen. Ja. Bei den anderen sind wir momentan auch am Überlegen, ob das nicht doch zu mehr führen könnte. Nehmen wir an, es geht weiter. Wie stellt ihr euch dann vor, wie es so abläuft? Wo würdet ihr euch treffen? Am besten irgendwo Neutrales, also Hotelzimmer, Ähnliches. Wir haben auch gesagt, wir wollen auf keinen Fall irgendwie in getrennte Räume gehen. Alle in einem Raum, wie auch immer, in welcher Konstellation. Aber so, dass wir beide jederzeit sehen können, was macht der andere. Was gäbe es da für No-Gos? Also habt ihr irgendwie abgemacht, was nicht geht? Auf jeden Fall kein Analsex. Ja, das ist eine Sache, die bei uns bleibt, die auch bei uns bleiben soll. Ansonsten, das Küssen auf den Mund soll auch genauso unseres bleiben. Das ist ein Liebesbeweis, den ich jetzt nicht unbedingt mit einem anderen teilen möchte. Ja. Wir haben alles Mögliche durchgesprochen. Was ist halt in Ordnung? Was darf er mit ihr anstellen? Zum Beispiel, darf er sie fingern? Ja, fingern geht, lecken nein. Habt ihr Bedenken, dass da irgendwas schief geht? Klar, schief gehen kann an sich immer irgendwas, aber das versuchen wir halt sozusagen schon im Keim zu ersticken, dadurch, dass wir halt alles genau absprechen. Also ich denke mal, wenn sich das abzeichnet, dass Nina weiter nicht nur eifersüchtig ist, sondern dass das nicht funktioniert, nicht klappt, dann würde ich eher abbrechen und sagen, okay, das brauchen wir nicht weiter fortführen. Das soll uns beide ja auch in dem Sinne nicht was bringen, bereichern, vielleicht auch ein bisschen Spaß machen. Und ein bisschen Spaß ist gut. Nicht nur eine Quälerei. Ja, genau. Keine Qual, ja. Nee. Also es soll ja, wie schon gesagt, eine Bereicherung sein. Aber das wäre ja für Nina dann eine große Sache. Also der zweite Mann, mit dem sie Sex hätte, hast du ja keine Angst, dass sie plötzlich Blut leckt und sagt, weißt du was, so toll bist du gar nicht. Tschüss. Wenn es dann nur nach dem Sex ginge, dann wäre in unserer Beziehung einiges falsch gelaufen. Also du hast überhaupt keine Sorgen da? Nein, Sorgen habe ich nicht, weil dieser Bereich, der emotionale Bereich, sich gar nicht angetastet. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel. Und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstelle, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner?